1,25 Meter ist die Dreierlinie entfernt vom Korb und von da müssen sie treffen. Wenn sie das machen, dann spielen sie richtig gut. Die Braunschweig Spirit. Das ganz, ganz wichtig für die Gäste aus Braunschweig. Bei den Gastgebern aus Gießen wird es auf ihn ankommen. Chuck Eitzen. Er ist der Topscorer mit 19 Punkten und er ist der Top-Ballklauer der Gießener. Und da wären wir schon bei Punkt Nummer 3. 8,3 Steals. Gießen führt in dieser Kategorie die BBL an. Und darauf wird es auch heute ankommen, dass sie mit guter Defense den Braunschweigern viele Bälle klauen werden. Das die wichtigen Sachen vorneweg. Natürlich haben wir auch Verletzungen bei beiden Mannschaften. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Starting Five aus. In Braunschweig Gordon Fierich, Pete Lisicki, Mikko Nupila, Zelko Zagoratz und Joachim Blom. Da fehlt der Topscorer Adam Hall, hat seine Schulterverletzung sich wieder zugezogen im letzten Spiel, auf der schon verletzten Schulter gelandet und kann nicht mitmachen. Eine große Schwächung für das Team des ehemaligen Bundestrainers, für Henrik Detmann. Auf der anderen Seite Anton Gavel, der junge Aufbauspieler, der es so gut versteht, das Spiel zu leiten. Luis Campbell, Chuck Eitzen, Gerrit Terdenge und Soliman Barnet, der Centerspieler der Gießener. Da fehlt natürlich ein Mike Mitchell mit seiner Schulterverletzung. Aber Stefan Koch hat sein Team gut eingespielt. Sie wollen schnell nach vorne spielen, wollen Gas geben. Auch wenn ein wichtiger Mann, der normalerweise von der Bank kommt, heute nicht mit dabei sein kann, mit einem Handgelenksbruch, Heiko Scharafzik. Das ist natürlich eine Schwächung. Welches Team wird diese Verletzungen eher wegstecken? Die Schiedsrichter Boris Schmidt ganz rechts, Bernd Michael und Jens Hegemann. In Gießen die Basketballstimmung immer fantastisch in der Sporthalle Ost. Die Leute leben Basketball hier. Und sie freuen sich, dass die Gießener bisher so erfolgreich gespielt haben, die Überraschungsmannschaft in der BBL sind. Und hier zu Hause haben sie 6 Heimspiele in Folge gewonnen. 8 Heimspiele sogar. 8 Heimsiege in Folge für Gießen. Das wollen sie heute fortsetzen, um in dem immer enger werdenden Playoff-Bracket sich einen sicheren Platz zu sichern. Es kann losgehen. Gießen gewinnt den Sprungball, spielt in dieser ersten Halbzeit von links nach rechts. Luis Campbell. Da haben wir Chuck Eitzen. Die Braunschweiger mit Fierich. Interessantes Duell gegen Anton Gavel. Fierich. Da spielt er mal zu Beginn seine Erfahrung aus gegen einen richtig guten Verteidiger. Anton Gavel, 20 Jahre, zwar nur jung, aber einer mit Leaderqualitäten. Und einer, der in der Verteidigung weiß zuzufassen. Gerrit Terdenge, Missverständnis, aber da war noch ein Braunschweiger am Ball, Zelko Zagoratz zuletzt am Ball, Einwurf und Ball zu besitzen, Gießen. Schön gespielt, Foul von Pete Lisicki an Soliman Bani. Der Mann aus dem Senegal hat vorzeitig seinen Vertrag verlängert bis 2006. Viertbeste Blocker in der Liga und der viertbeste Rebounder, ein sehr athletischer Center. Und treffsicher von der Freiwurflinie. So. Gießen presst an, übers ganze Feld.
Jetzt müssen sie schnell zurückkommen und das machen sie gut. Piet Lisicki zögert nicht lange. Da haben wir den Dreierschützen. Henrik Detmann hat mir gesagt, viel hängt von ihm ab, wie hoch unsere Dreierquote ist. Und das ist ein sehr guter Start für ihn. Gavel. Auch er für drei. Joachim Blom, schön gemacht. Kurze Täuschung, den Gegner fliegen lassen, dann den Ball reingelegt. Und man merkt schon in der Anfangsphase, die Braunschweiger wollen das Tempo mitgehen, wollen schnell nach vorne spielen. Also können wir uns auf ein sehr interessantes Match freuen von zwei Mannschaften, die hier mit offenem Visier zu Werke gehen. Campbell, Vanet, musste werfen, war nur noch 4 Sekunden auf der Schussuhr. Lisicki, wieder der Fastbreak. Kein guter Wurf von Zagoratz. Eizen, Schrittfehler. Er hebt ab, Chuck Eizen, hat den Ball in den Händen und kommt wieder auf den Boden. Das ist Schrittfehler, ist eben hier nochmal ganz sicher schön. Gut gesehen von den Schiedsrichtern, korrekt entschieden. Aber Sie merken hier schon in der Anfangsphase, wie schnell das Spiel heute ist. Gut für uns auf jeden Fall, denn das kann man richtig gut ansehen. Lupilat, aufgepasst, zweite Chance für Braunschweig. Zagoratz. Macht sich schön frei von Gerrit Zedinge, kein guter Wurf. Nächster Offensivrebound bei den Braunschweigern. Joachim Blom. Der schwedische Center legt nach. Schneller Start, guter Start für die Gäste. 9:2 die Führung. Zu hoch das Anspiel von Campbell auf Vanet. Stefan Koch hat genug gesehen, nimmt die erste Auszeit. Braunschweig im Angriff. Anton Gavel mit guter Verteidigung hat natürlich einen großen Nachteil gegen Fieric. Fieric, er lässt ihn nicht zum Korb. Gut gemacht. Hat sich ausgezahlt, da wurde gut ausgeholfen. Und Vanet hatte sich den Fuß vertreten. Alles darf den Gießern passieren, nur nicht noch eine Verletzung. Campbell. Chuck Eizen muss den Ball weit draußen annehmen. Hier haben wir Pick and Roll. Probiert, aber es hat nicht geklappt. Der Fastbreak für Braunschweig. 4-3. Wunderbar gespielt. Der zählt Chuck Eizen zu spät dran. Aber das haben sie gut gemacht. Schnell nach vorne gespielt. Und dann Piet Lisicki mit diesem Anspiel über die Schulter für Gordon Fieric. Vier Minuten gespielt, nur 2 Punkte für die Gastgeber. Das waren die Punkte 3 und 4 und da war jede Menge Glück dabei. Und der Ball ist schon wieder vorne. Zagoratz, schöne Täuschung, dann zu hektisch. Fastbreak-Möglichkeit auf der anderen Seite. Chuck Eizen. Kein Foul. Die Braunschweiger machen das sehr, sehr gut. Sie sind schnell vorne und dann aber auch wieder schnell hinten, um das gute Spiel der Gießener zu stören. Das war ein schlechter Pass. 2 gegen 2. Eizen, das wird er alleine machen, will das Foul ziehen. Er bekommt es wieder nicht. Offensivfoul, ganz klar. Es gibt eine Regel im Basketball und Piet Lisicki zeigt es gerade an. Ganz ruhig, Langer. Ganz, ganz ruhig. Die großen Leute, die Center, die wollen natürlich dribbeln. Die wollen den Ball nach vorne bringen, weil sie sonst das nicht bekommen. Aber sie sollen es nicht machen. Was dabei rauskommt, haben wir gerade gesehen. Ein Offensivfoul.
Hier die gute Verteidigung der Braunschweiger. Ballgewinn, das schnelle Spiel nach vorne, zwei Pässe, der einfache Korbleger für Fieritsch. Jovanovic in der Partie, aber keine Chance gegen Vanet. Da haben sie gut die Lücke ausgenutzt. Nur noch 8 Sekunden auf der Schussuhr. Ganz wichtig, Piet Lisicki. Die Braunschweiger, zwei wichtige Spiele verloren. Gavel vorne mit dem Foul. Nochmal. Da zögert er überhaupt nicht und drückt sofort ab. Und das ganz sicher. Zweite erfolgreiche Dreier von Piet Lisicki. Aber, um zurückzukommen, die Braunschweiger gegen Bamberg und Köln knapp verloren. Trotzdem hat mir Henrik Dettmann erzählt, das war gut fürs Team, weil sie gesehen haben, sie können mithalten. Natürlich ist es frustrierend, so eng zu verlieren. Aber man schöpft auch Selbstbewusstsein daraus. Und das präsentieren sie hier in den ersten Minuten. Sie führen mit 14-7. Dettmann wechselt durch. Drei neue Spieler auf dem Parkett. Das ist einer davon. Karangba auf Jovanovic. Schönes Zusammenspiel der beiden. Und dann die falsche Bewegung, Schrittfehler. Da hatte er einen Augenblick den Weg zum Korb offen, hätte abdrücken müssen. Er wollte noch näher ran. Schrittfehler, Turnover, Braunschweig. Eizen bekommt heute keinen Pfiff, sucht immer den Körperkontakt. Und das sehen die Schiedsrichter genauso, dass er das selber macht, dass es von ihm ausgeht und geben ihm deswegen keinen Pfiff. So, jetzt geht er auf Nummer sicher. Schack Eizen. Das zeichnet ihn aus. Hat einen explosiven ersten Schritt, kann zum Korb ziehen. Und dann hat er natürlich die Sprungkraft, hier mit Wucht den Dunking zu verwandeln. Blom, schönes Anspiel, Offensiv-Foul Jovanovic. Da ging der Arm raus, hat sich Platz verschafft. Bisher ein unglücklicher Auftritt von Jovanovic. Es geht weiter mit einem Freiwurf für Gerrit Terdenge. John Celestet, ehemaliger NBA-Profi im Aufbau bei Braunschweig. Sogar Meister geworden mit den Los Angeles Lakers. Schönes Anspiel. Vanet mit dem Block. Foul Eizen. Da soll er am Arm dran gewesen sein von Prosper Karangba. Der Vater sieht es nicht so. Wir achten drauf. Schwer zu sehen, aber der Ball war schon arg kurz. Normalerweise ein Indiz dafür, dass man am Arm dran war, denn der Kanadier eigentlich ein guter Schütze. Gießner bewegen den Ball gut. Terdenge zu weit unterm Brett. Gutes Passspiel bei Gießen. Aber die Positionierung der langen Leute, da stimmt es noch nicht so ganz. Da muss Terdenge den Ball schon viel weiter oben annehmen, damit er gar nicht erst in die Bredouille kommt, so weit hinterm Brett zu stehen.
Gavel. Nächster Ballverlust. Schon 5 Ballverluste bei Gießen. Normalerweise begehen die 12,2 Ballverluste im kompletten Spiel. Und wir haben erst gerade mal 7,5 Minuten gespielt. Ungewöhnlich hoch. Hat natürlich auch mit der guten Verteidigung der Braunschweiger zu tun. Gar keine Frage. Jetzt Jovanovic. Das macht er exzellent. Er positioniert sich immer sehr gut in der Zone. Wenn das Anspiel dann kommt, hat er meistens leichtes Spiel. Kempe. Lisicki. Jovanovic. Ingvane. Zu überhastet. Da muss er abbrechen. Er sieht, dass Vane einfach eine sehr gute Verteidigungsposition hat. Und er muss abbrechen. Endlich mal einer von draußen. Justin Phoenix. Der Amerikaner mit englischem Pass. Celestet baut neu auf. Zagorac, den muss er nehmen. Vane mit dem Rebound. Gavel und Kempel im Zusammenspiel. Jetzt läuft's bei Gießen. Erste Führung für die Gießener, 18-17. Celestent, Celestent. Fast Break Gießen, 3 gegen 3. Gavel zieht das Foul. Das sind keine guten Entscheidungen, die die Braunschweiger zum Teil in der Offensive treffen. Hier nochmal Kempel. Schönes Zusammenspiel mit Gavel. Da hat Kempel mal den Ball nach vorne gebracht. Gavel den Ball bekommen von Kempel und direkt zurückgespielt. Kleines Überraschungsmoment ins Spiel eingebaut und es hat sich sofort ausgezahlt. Zu viel Mannschaftsfouls bei den Braunschweigern. Deswegen Gavel an der Linie. Celestine spielt die Uhr runter. Ungefähr 6 Sekunden Unterschied zwischen Spielzeit und 24 Sekunden Uhr. Schön. Joachim Blow. Per 3. Gießen kann nicht mehr kontern. Es bleibt dabei. 20-20 nach dem ersten Viertel. Ein sehr, sehr interessantes erstes Viertel. Mit 3 Punkten haben sich wieder rangekämpft. Die Gießener über Phoenix. Ausgeglichener Spielstand in einem ausgeglichenen Spiel. Ja, der Dunking, die sicherste Variante im Basketball, einen Korb zu erzielen. Schauen wir mal kurz auf die Statistiken der ersten Halbzeit. Das Dreierproblem aus Gießener Sicht. Braunschweig, 75% Trefferquote von der 3-Punkte-Linie. Daran müssen sie arbeiten. Das hat Thorsten Leibnath ja gesagt. Da müssen sie dafür sorgen, dass dieser Mann, Pete Lisicki, den Ball auf den Boden bringt, damit dribbelt und nicht einfach hochgeht. John Celestent. Guter Rebound der Gießener. Chuck Eitzen. Sehr
Sehr schön gemacht von Justin Phoenix. Ich begrüße alle Eishockey-Fans bei uns, die rübergekommen sind vom Spiel Frankfurt. Die haben sich ja durchgesetzt gegen die Hamburg Freezers und jetzt sind sie beim Basketball Gießen gegen Braunschweig. Ein richtig gutes Spiel, hart umkämpft mit vielen guten Aktionen und ein enges Spiel. Jeder Ballbesitz extrem wichtig. Das macht Chuck Eizen sehr, sehr gut. Traut sich auch gegen die langen Leute der Braunschweiger hochzugehen. Schneidet durch die Zone durch und kommt dann zurück, wenn er den Ball bekommt. Und wann dann die Hilfe von Joachim Blom zu langsam ist, wenn der Schwede zwar seine Arme hoch hat, aber noch diesen Schritt reinmacht, noch nicht steht, dann zieht Chuck Eizen das Foul und geht an die Linie. Hendrik Dettmann bisher kann er zufrieden sein eigentlich mit der Vorstellung seiner Braunschweiger. Schön durchgesteckt. Zeljko Zagoratz wirkt etwas nervös, wenn er in der Zone den Ball bekommt. Ist natürlich mit seinen 2,40 Metern der größte der Slowene. Aber trotzdem sind die Anspiele ja nicht schlecht auf ihn. Als 4 Sekunden auf der Schussuhr. Den muss er nehmen. Notwurf und er hat Pech. Braunschweiger rebounden gut. Auch die kleinen Spieler gehen zum Rebound hin, um den Ball zu sichern. Celestand, ganz offen, mit Pech. Phoenix verliert den Ball. Spielerwechsel bei der BS Energy Braunschweig. Okay, liebe Basketballzuschauer, Gießen gegen Braunschweig, das ist das Spiel, was Sie jetzt im Augenblick sehen, wird jetzt weiter auf Option 1 laufen, damit wir auf Option 2 für Sie unseren Infokanal einrichten können. Kein Foul. Peter Fese ging da sehr athletisch zum Korb, wollte danken und verdankt sich. Kein Foul weit und breit an Peter Fese. Suleman Wane geht auf die Bank. Der hat bisher gut abgeräumt, unterm Korb gut verteidigt. Mal sehen, wie die Gießener das jetzt spielen gegen Braunschweig. Gavel, Hartenstein, Eizen, Phoenix, Justin Phoenix. Fierich. Fese mit dem Offensivrebound. Zweite Chance für Braunschweig. Kein guter Wurf, aber wieder landet der Ball bei Celestand. Fierich.
Gießener verteidigen gut, aber man merkt deutlich, dass Vanet fehlt. Zu oft zweite Chancen für Braunschweig. Gavel. Genau das wollte er haben. Und wollte das Foul gegen Piet Lisicki ziehen. Hat gesehen, dass Lisicki nur neben ihm herläuft. Auszeit genommen von Henrik Detmann. Gavel mit 5 Punkten, alle bisher von der Freiwurflinie erzielt. Justin Phoenix mit dem Foul, Ballbesitz Braunschweig. Gute Ballbewegung, schöner Pass von Fieric auf Fese. Optimal gespielt von den Braunschweigern. Ihre Systeme durchgelaufen und dann der tolle Pass von Fieric. Kein Problem für Fese. Fastbreak-Möglichkeit, Celestand. War frei. Und der Bodenpass war die einzige Möglichkeit für Fieric, den Ball zu Celestin zu bringen. Aber gut aufgepasst. Hier nochmal der tolle Pass von Fieric. Und Peter Fese, der 20-jährige, 2,10 Meter große Center. Jetzt ist es soweit. Unser Infokanal auf der Option 2. Alle wichtigen Statistiken zu diesem Spiel. Und die Ergebnisse von den anderen Spielen heute auf ihrer Option 2. Fese. Muss er machen. Wird gut eingesetzt von seinen Mitspielern. Aber die Chancen darf er nicht ungenutzt vorbeistreichen lassen. Eizen. Hat sich wehgetan. Es ist ein Spiel, so reinzugehen. Aber gut zu erkennen, kein Foul von Fieric. Steht, macht den Weg zu. Und nach dem Block von Fese gibt es dann jetzt einen Wurf für Gießen. Chuck Eizen. Schrittfehler. Suleiman Vanet. So leichter Bruch im Spiel drin. Der Rhythmus etwas natürlich von Campbell, Lewis Campbell. Aber ein leichter Bruch im Spiel. Der Rhythmus, der Gießener ist so ein bisschen weg. Campbell. Gavel. Eizen. Nochmal gut abgegeben. Muss er machen. Justin Phoenix. Hartenstein mit der großen Möglichkeit. Großer Mann, der muss hochgehen und das Ding reinstopfen. Da haben wir den Opa von Florian Hartenstein. Das wird er gar nicht gemocht haben. Sprungball. Kein Problem für Joachim Blom.
Essener sind etwas von der Rolle. Das müssten die Braunschweiger jetzt ein bisschen ausnutzen. Firic macht das, holt für sein Team die Führung zurück. Noch 6 Sekunden auf der Schussuhr. Schön gespielt. Lewis Campbell. Firic auf Blom. Zweite Chance. Sie kämpfen um die Rebounds. Die Braunschweiger, und sie werden immer wieder belohnt. Schon 8 Offensiv-Rebounds. Firic gibt den Ball nochmal raus. Da war alles offen auf dem Weg zum Korb. Lisicki. Gefoult beim Dreier. Das gibt 3 Freiwürfe für Pete Lisicki. Aber die Braunschweiger sind im Augenblick in dieser Phase des Spiels das bessere Team. Gießen verlässt sich zu viel auf Chuck Eizen. Der muss alles machen. Sie lassen die Uhr runterlaufen und da muss Chuck Eizen was machen. Und wenn dann einer mitspielt, so wie Kempel in dieser Situation, kein Problem, dann steckt er den Ball durch. Aber oft steht er da 1 gegen 2, 1 gegen 3. Das kann nicht gut gehen. Lisicki an der Linie. 82% seiner Freiwürfe verwandelt er. Einer der sichersten in der BBL. Muss noch gewischt werden. Da, wo Pete Lisicki vorhin gefoult wurde. Das ist ein bisschen rutschig. Pause für Joachim Blom. Gutes Spiel gemacht hat, mit 8 Punkten zusammen mit Pete Lisicki, Topscorer der Braunschweiger ist. Der Denge, wieder nur 6 Sekunden noch auf der Uhr. Notwurf Campbell. Celestet. Jetzt mal die Chance auf einen Fastbreak. Eizen. Kein guter Pass. Braunschweiger sind schnell zurück. Und Vanni, darauf wartet er nur und er zählt. Also, das würde ich gern noch mal sehen. Celestet. Niemals. Der sauberste Block auf dieser Welt. Bald in der aufsteigenden Phase. Und Barnet schlägt ihn gegen das Brett. Das ist ja eine Lieblingsaufgabe für athletische Spieler, wenn ein kleiner Guard so ankommt und versucht, einen Unterhandkorbleger zu machen. Das ist wie den Ball servieren für den Block. Und das kann natürlich nicht sein. Schiedsrichter steht 6 Meter davon entfernt, auf Ballhöhe, muss einfach sehen, dass das ein sauberer Block ist. Aber so werden die Punkte John Celestet zugute geschrieben. Zonenverteidigung bei Braunschweig. Wundert mich, dass sie wechseln, weil es lief eigentlich sehr gut mit der Mann-gegen-Mann-Verteidigung. Gießen war so ein bisschen ratlos. Da freuen sich natürlich jetzt, dass sie so viel Platz haben. Firic, abgelegt auf Fese.
Gutes Spiel von Fese, gutes Spiel von Firic. Und Braunschweig nach dem Experiment Zonenverteidigung wieder zurück bei Mann-gegen-Mann-Verteidigung. Der Denge, der kann von der Drei-Punkte-Linie treffen. Nisicki sichert den Ball. Fastbreak, 3 gegen 2. Celestin, der drückt ab. Und diesmal hat er auch das Glück, was dazugehört. John Celestin, gar kein Problem für ihn. 6 Punkte Vorsprung für Braunschweig und das verdient. Sie sind das bessere Team im zweiten Viertel. Gießen muss in allen Bereichen arbeiten. Zonenverteidigung bei Braunschweig. Gavel. Also mit der Zonenverteidigung bei Braunschweig, ich weiß nicht. Ich glaube, Henrik Detmann hat auch das Handtuch wieder geschmissen. Dann hat der Trainer der Braunschweig immer ein Handtuch in der Hand. Mit dem er das Spielsystem. Sehen Sie unten, da winkt er. Und Handtuch winken heißt normalerweise, wir spielen wieder Manndeckung und vergessen das mit der Zonenverteidigung. Ist auch besser für die Braunschweiger. Wieder nur noch 4 Sekunden auf der Uhr. Das dauert zu lange bei Gießen. Sie bekommen keinen vernünftigen Wurf. Sie brauchen zu lange, um ihre Systeme durchzulaufen. Sie bekommen keine gute Wurfposition und dann müssen die Notwürfe genommen werden. Hier gegen die Zonenverteidigung, da war es anders. Da hat Gavel einen guten Wurf gehabt. Aber sonst gegen die Mann-gegen-Mann-Verteidigung arbeiten sie, aber bekommen die offenen Sachen nicht. Letzten Sekunden dieser ersten Halbzeit. Exzellente Vorstellung der Braunschweiger. 37:32 die Führung für die Gäste. Firic gegen Eizen gibt nochmal ab. Das war jetzt relativ unausgegoren. Da haben sie nicht drüber nachgedacht, aber sonst eine gute Vorstellung. Gießen hatte mal eine Phase, wo sie gut waren, sonst hat Braunschweig dieses Spiel bestimmt. Seien wir mal ehrlich, Gießen hat nicht besonders gut gespielt und liegt nur 5 Punkte zurück. Sie haben das Publikum im Hintergrund, also hier ist noch alles drin für die Gießener. Braunschweig mit Firic. Schönes Anspiel. Das macht Gordon Firic exzellent in dieser Partie heute. Schon der 7. Assist für Firic. Richtig gute Partie vom Spielmacher der Braunschweiger. Zählt. Justin Phoenix. Auf dem Parkett. Stefan Koch hat ein bisschen umgestellt. Hatte ja normalerweise in der Startformation Gerrit Terdinge. Den hat er jetzt rausgenommen und Justin Phoenix gebracht, um einfach sein Rebound-Verhalten, seine Rebound-Möglichkeiten etwas besser zu gestalten gegen die sehr körperlich spielenden Braunschweiger. Gießen mit einer Zonenverteidigung. Und so knackt man eine Zonenverteidigung mit einem guten Schützen. Pete Lisicki. Der nächste Dreier von Lisicki. 7 Punkte Vorsprung Braunschweig. Lisicki mit 13 Punkten der Topscorer der Gäste. Nupila mit dem Foul.
wird bejubelt in der Sporthalle Ost, weil Chuck Eizen endlich mal einen Pfiff bekommen hat. Wieder das Duell. Eizen gegen Hubler. Schöne Bewegung von Eizen. Da kommt sofort die Hilfe und da muss er ihn durchstecken. Und das macht er. Wunderbar gespielt von Gießen. Hier kommt die Hilfe von Blom und dann ist der Gegenspieler von Blom halt ganz frei. Kein Problem für Wanni. Offensiv-Rebounds. Das war Offensiv-Rebound Nummer 9 für Braunschweig. Und der Ballverlust. Sicki mit dem Ballverlust verdribbelt sich. Phoenix. Fierich. Fierich beschäftigt die ganze Abwehr. Und dann kein guter Pass. Bis dahin alles super gemacht. Joachim Blom weit draußen. Ungenau das Zuspiel von Fieric. Gießen kämpft. Gießen versucht zurück in diese Partie zu kommen. Und die Braunschweiger müssen aufpassen, dass sie dieses Vorhaben nicht mit unnötigen Ballverlusten unterstützen. Campbell. Gavel. Gut verteidigt von Lisicki. Ein gutes Anspiel. Fastbreak-Möglichkeit. Blom kommt mit. Blom bekommt nicht den Ball. Neuaufbau. Fieric gegen Gavel. Sagoratz. Schöne Bewegung von Sagoratz an der Baseline und dann stand er mit dem Fuß auf der Grundlinie. Nächster Ballverluste. Die letzten drei Angriffe, drei Ballverluste der Braunschweiger. Gute Defense von Lisicki gegen Gavel. Schön eingefangen. Nächste Foul von Mikko Nupila, dritte Foul des Finnen. Der kleine Mann am Wischer, gerade nicht mitbekommen, dass er gefragt ist. Wird ausgeholfen von der anderen Seite, aber alles kein Problem. Sind ja echte Profis hier in Gießen. So schnell geht das. Schöner Einwurf. Wunderbar gemacht. Gefährlich, aber erfolgreich. Publikum ist da. Und Nupila geht nach. Tippin vom Finnen. Eizen. Gute Bewegung. Wollte das Foul. Und für Nupila wird es jetzt langsam eng. Drei schnelle Fouls gegen Chuck Eizen in diesem dritten Viertel. Sein viertes insgesamt. Er darf sich setzen.
Gerhard Eitzen an der Linie. Immer wieder gut für einen Scorer, wenn man nicht seine Möglichkeiten bekommt. Wenn man versucht, ins Spiel reinzukommen, an die Freiwurflinie zu gehen und von da aus sein Spiel aufzubauen, das Gefühl zu bekommen für den Wurf. Und der Vater applaudiert auch, weil er das natürlich auch ganz genau weiß, wie schwer Chuck Eitzen sich heute tut, in diese Partie reinzukommen. Weiter Zonenverteidigung bei Gießen. Kein guter Pass von Blom. Eine Sekunde nur noch auf der Schussuhr. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Fieritsch und Lisicki. Zwei Kandidaten. Einfachste Möglichkeit von der Schnelligkeit her. Ball hoch ans Brett spielen. Und ein Großer hebt ab und dankt das Ding, aber das klappt einfach zu selten. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war die schlechteste Entscheidung, denn so gibt man dem Gegner den Ball. Und der kann den Fastbreak laufen. Aber schnell zurückgekommen von den Gästen. War nee. Schön angezeigt von Kempel. Dass Vanet doch besser den Ball zu Gavel gibt. Und der dann den Pass spielt. Kempel, alles dicht. Gut nachgegangen von Kempel, aber die Braunschweiger haben den Rebound. Kein guter Pass, Eitzen. Chuck Eitzen! Und er zieht noch das Foul. Weiß er gar nicht. Jetzt merkt er es erst, wird eingefangen. Hey, du darfst hier bleiben, du bekommst noch einen Freiwurf. Weil da war jetzt wirklich keine Berührung. Der geht zum Dank, zieht das Ding durch. Und das ist der große Vorteil von, der Arm ist dran. Richtig erkannt von Fieritsch. Stört Chuck Eitzen nicht besonders, weil der seinen Dank durchzieht. Aber das ist der große Vorteil von Chuck Eitzen. Der hat ein Gespür dafür. Der fängt viele Bälle auf dem Passweg ab, weil er genau weiß, was der Gegner vorhat. Nicht umsonst ist er der zweitbeste Stealer der BBL mit 2,3 Ballgewinnen pro Spiel. Mal haben die Gießener sich zurückgekämpft in diese Partie und das hat vor allem mit seiner Person zu tun. Chuck Eitzen, er kann jetzt den Ausgleich herstellen, das macht er nicht. Trotzdem ist er mit 10 Punkten der Topscorer der Gasten. Joachim Blom. Gut verteidigt von Vanet. Rebound Eitzen. Gavel. Ist jetzt gut gespielt von den Gießenern. Pass angetäuscht zum Korb hin auf Vanet und dann den Ball rausgegeben auf Gavel. Teambasketball. Schöner Pass. Foul geht gegen Suleiman Vanet. Spielerwechsel bei der BS Energy Braunschweig. Joachim
Blom an der Linie. 53% seiner Freiwürfe trifft er. Erschreckender Wert, den wir zu oft einfach von Center-Spielern sehen. Nicht nur hier in der BBL, sondern auch in der NBA. Gavel, das war sein letzter erfolgreicher Dreier. Wir gießen mit einem Punkt vorne. Chuck Eizen. Und wieder Gavel. Pech für Vanney. Celestine gegen Gavel. Gute Defense der Gießener. Überhastet. Diese Aktion von Karangwa. Hebt ab, hat keine Anspielstation und dann kommt der schlechte Pass. Eizen. Trefferquote der Gießner von der Drei-Punkte-Linie 31%. Das ist nicht besonders gut. Fastbreak-Möglichkeit. Campbell. Eizen, Gavel, Neuaufbau. Sie bleiben im Ballbesitz. Oh, das war hart für Campbell bei seinem Wurfversuch. Unsanft gelandet. Pause für Chuck Eizen. Aber von eigenem Mann umgerannt von Chuck Eizen. Und der ist ordentlich am Durchschnaufen. Kostet viel Kraft sein Spiel immer. Diese aggressiven Dribblings zum Korb hin. Dieses Antreten mit Full Speed. Und dann natürlich das körperliche Spiel unterm Korb. Der braucht seine Pause ganz sicher. Und wenn ihr Lust habt, nicht vergessen, nach dem Spiel exklusiv bei McDonald's in diesem Moment das 46ers-Menü für schlappe 5,99 bei McDonald's. Ein Wurf gießen. Campbell. Vanney hat den weit abspringenden Rebound. Gavel. Ist Fieric zu spät dran? Folge Nummer 9 der BS Energy Braunschweig, Gordon Fieric. Bitte zwei. Fünfte Mannschaftsfoul der Braunschweiger. Gut zu sehen, mit dem Arm versucht der Gavel aufzuhalten. Ab dem fünften Mannschaftsfoul gibt es jedem weiteren Foul Freiwürfe. So auch in diesem Fall für Anton Gavel. Schön gekämpft von Vanney, Gavel. Offensiv-Rebound nach einem Freiwurf. Immer eine Sache des Willens. Vanney, schwieriger Wurf. Jetzt haben die Braunschweiger den Rebound. Gordon Fieric. Celestent. Fese auf Celestent.
Sehr schön gespielt. Eine gute Partie von Peter Fese. Spielt mit viel Einsatz, mit viel Übersicht. Ab und zu etwas überhastet, aber junger Mann wie er, da kommt das mal vor. Campbell. Fese mit dem Rebound. Fastbreak-Möglichkeit. Sie strömen aus, die Braunschweiger. Celestent. Da zögert er gar nicht lange. Fastbreak abgeschlossen. Per 3-Punkte-Wurf. 4-Punkte-Vorsprung für Braunschweig. Trefferquote der Gießener aus dem Feld 36%. Das ist viel, viel zu wenig, vor allem wenn man zu Hause spielt. Wir haben ja in der Halbzeitpause drüber gesprochen, wie eng das ist mit den Playoffs in diesem Jahr. Und da braucht Gießen alle Punkte. Genauso heute gegen Braunschweig. Denn die haben noch ein ganz schön heftiges Restprogramm. Bonn, Ludwigsburg, Bamberg, Köln. Da kann noch einiges passieren. Und da ist man dann blitzschnell raus wieder aus den Playoffs. Obwohl man die ganze Saison über unter den besten 8 Mannschaften war. Letzten 10 Minuten in dieser Begegnung. Ausrufezeichen von Anton Gavel. Gießen mit einer Zonenverteidigung. Braunschweig tut sich schwer. Aber jetzt wunderbar. Aber Fese verliert den Ball. Wieder geht er zum Dunking hoch. Und wieder rutscht ihm der Ball aus der Hand. Schon zum zweiten Mal in diesem Spiel. Sichere Punkte verschenkt. Terdenge. Foul von Fese. Gut gemacht von Gerrit Terdenge. Kleine Wurftäuschung. Hier nochmal Fese. Will er mit einer Hand danken. Der rutscht ihm einfach raus. Und dann der leichte Schritt zur Seite von Peter Fese. Gut zu sehen. Damit schickt der Gerrit Terdenge an die Linie. Bisschen blass geblieben heute, Gerrit Terdenge. Wenig zu sehen von ihm. Gießen bleibt bei der Zonenverteidigung. Oh. Lisicki. Die Braunschweiger spielen gut gegen die Zone, bewegen sich gut abseits des Balls. Haben wir natürlich einen treffsicheren Piet Lisicki. Schönes Anspiel auf Chuck Eizen, aber aufgepasst von Peter Fese. Oh, John Celestent, ein Meter hinter der 3-Punkte-Linie, muss er nicht machen. Anton Gavel, der hätte gezählt. Folgende Nummer 6 der BS Energy Braunschweig, Piet Lisicki, dritte Saison. Spielerwechsel bei der Mannschaft. Bei Gießen geht von Feld die Nummer 10, Chris Andrem. Dafür ist es für die Nummer 7, Lou Kettel. Zwei Freiwürfe für Gavel. Der hat die ersten 5 getroffen, Anton Gavel. Da war er 5 von 5.
Dann hat er die nächsten vier daneben geworfen, bevor er jetzt seinen 10. Freiwurf wieder trifft. Gut gespielt. Da merkt man deutlich, dass die Braunschweiger im Training öfter gegen Zonenverteidigung spielen. Das sieht aus wie aus einem Guss. Gutes Passspiel, gute Bewegung ohne Ball. Lupila mit den Punkten und er bekommt noch einen Freiwurf. Also es wird ein schweres Stück Arbeit für Gießen, wenn sie das Spiel hier heute gewinnen wollen. Braunschweig präsentiert sich auch hier im vierten Viertel bisher sehr gut. Noch nicht zu sehen von einem Einbruch. Campbell. Der Dengel. Kein guter Fall. Fastbreak. 3-2. Fieritsch. Mit dem Assist übers Brett auf Joachim Blom. Zeichnet den Schweden aus. Langer Mann, der trotzdem immer wieder beim Fastbreak mitläuft. Und so Punkte erzielt. Eitz legt nochmal ab. Richtig. Ein Ausrufezeichen. Die anderen wachrütteln. Florian Artenstein. Fieritsch. Lupila. Nächster Ballverlust. Fastbreak. Campbell ist frei. Gavel probiert es alleine und wird gefoult. Ganz geschickt gemacht von John Celestand. Er geht zum Ball. Natürlich will er ihn nur stoppen. Er weiß genau, er will den Ball noch passen. Deswegen kann ich jetzt rangehen. Er bekommt keine Freiwürfe dafür. Aber er versucht oder er lässt es so aussehen, als wenn er nach dem Ball schlagen würde. Und deswegen kein unsportliches Foul. Nur ein Wurf für die Gießener. Justin Phoenix, Campbell, Eitzen. Henrik Dettmann fordert das Offensivfoul. Das Foul hätte nicht gegen Joachim Blom gehen müssen, sondern in der Slow-Mo war gut zu sehen, dass Nupila nach rechts den Schritt raus macht. Achten wir drauf, hier unten, der Mann mit der 13, zack, streckt seine Hüfte raus und deswegen fällt Chuck Eitzen erst in Blom rein. Das wäre sein fünftes gewesen, er dürfte eigentlich jetzt gar nicht mehr dabei sein. Aber es ist schon immer wieder erstaunlich, wie Chuck Eitzen dahin geht, wo es weh tut. Und die Freiwurfquote der Gießener wird nach gutem Beginn so langsam zu einem ziemlich großen Problem, denn die sind runter bei 68% nur noch. Schön gespielt. That's it. Lupila lässt sich viel Zeit und zieht das Foul. Florian Hartenstein mit dem Foul. Lupila mit der Chance auf das Drei-Punkte-Spiel. Die nutzt er. Wie gesagt, normalerweise wäre er ja gar nicht mehr dabei. So spielt er weiter mit 4 Fouls auf seinem Konto. Und jetzt bin ich gespannt. Geht gegen ihn. Vielen Dank. Das ist die Kategorie richtig dumm. Da schiebt er auch wieder die Hüfte raus.
Diesmal wurde es korrekt gepfiffen. Schön für ihn, dass es erst ein Angriff später war. So konnte er nochmal 3 Punkte erzielen, was für seine Statistiken tun. Jetzt werden wir nicht wiedersehen. Mikko Nupila mit 7 Punkten und einer Trefferquote von 100% aus dem Zweierbereich sitzt er auf der Bank. Lewis Campbell. Verkürzt, nur noch 6 Punkte Rückstand für Gießen. Celestet, Blom, Fieric. Braunschweiger nehmen jetzt viel Zeit von der Uhr. Lisicki. Und das können sie auch machen, wenn sie einen haben, der blind heute seine Dreier treffen würde. Pete Lisicki ist in the zone, heißt, egal wohin er den Ball schmeißt, er geht rein. Strahlt so viel Selbstvertrauen aus, Pete Lisicki. Fünfte Foul von Joachim Blom. Da hat er jetzt 2 schnelle Fouls bekommen und Jan Lipke meinte Foulprobleme vorhin noch nicht da. Jetzt sind sie da, ganz, ganz groß sogar. Blom mit 5 Fouls raus. Genauso wie Mikko Nupila. 2 aus der ersten 5 werden heute nicht mehr zurückkommen. Die Foulprobleme, Joachim Blom, erfahrener Center, der fehlt natürlich jetzt in der Schlussphase, 5:42 noch. Peter Fese, ein sehr junger Mann, Jovanovic noch auf der Bank, auch ein junger Mann, die beide mit viel Energie spielen können, aber denen so ein bisschen vielleicht in einer engen Schlussphase die Übersicht fehlt. Wir achten mal drauf. Gießen zurück in der Manndeckung. Celestet. Ganz frei, da schleicht er sich rein ins Herz der Gießener Verteidigung und bekommt den Ball. Schön gespielt von Braunschweig. Zonenverteidigung auch bei den Braunschweigern. Haben sie in der ersten Halbzeit keine guten Erfahrungen mitgemacht. Gordon Fieric, auch er mit dem 4. Foul. Wenn der jetzt noch wegfällt, dann haben wir ganz, ganz große Probleme im Braunschweig. Denn er ist der Leader des Teams. War wichtig, dass er beide Freiwürfe trifft, Anton Gabel. 7 Punkte Rückstand Gießen. Jetzt müssen sie gut verteidigen. Celestent und Lisicki aus dem Spiel nehmen. Und das darf einem Profi nicht passieren. Nicht in so einer Phase. Gut gespielt von Braunschweig. 100%ige Chance ausgelassen von St. Kratz. Campbell. Gut nachgegangen von Justin Phoenix. Sprungball. Justin Phoenix, 2,03 Meter. Gordon Fieric, 1,96 Meter. Dürfte kein Problem sein für Phoenix. Sprunggewaltiger Forward. Und das macht Fieric ganz geschickt. Kleiner Schubser. Phoenix muss ausweichen zur Seite und die Schiedsrichter sehen es nicht. Sagoraz. Zu weit draußen für ihn. Jetzt wird der Druck erhöht und er verliert den Ball. 2 schlechte Aktionen von Sagoraz in Folge. Und Gabel kann sie nicht nutzen, diese gute Chance. Lisicki. Celestent, kein guter Pass, die Braunschweiger verlieren ihre Linie.
Jetzt muss Gießen alles probieren. Die Braunschweiger lassen die Tür auf. Und die Gießener können im Augenblick keinen Vorteil daraus ziehen. Chuck Heizen an der Linie. Erste mit Pech. Freiwürfe, Freiwürfe. Firic. Jovanovic. Schöner Pass. Haben Sie Glück. Celestent verliert den Ball. Nächster Angriff der Braunschweiger. Und sie verlieren den Ball. Alzen macht's. Geht hoch, zieht das Foul. Das ist jetzt im Augenblick der Einbruch der Braunschweiger. Fünfte Foul von Firic. Da muss er natürlich die Hand weglassen. Foulprobleme bei Braunschweig und der Einbruch, über den wir gesprochen haben. Vier Angriffe hintereinander, in denen sie nichts zustande gebracht haben. Drei Ballverluste und ein leicht vergebener Korb und hier natürlich ein ganz klares Foul von Firic. Heizen kann den Freiwurf wieder nicht verwandeln. Celestent. Zu einfach. Er hat die gute Wurfmöglichkeit und nutzt sie nicht. Braunschweig wankt. Braunschweig kurz vor dem K.O. Sie führen noch mit 5 Punkten. Aber da geht nichts mehr zusammen bei den Gästen. Können die Gießener es ausnutzen? Uhr runtergelaufen. Nein, Schrittfehler. Schrittfehler von Justin Phoenix. Henrik Dettmann, ja, ein Coach, der darauf hofft, dass die Spieler die richtigen Entscheidungen treffen. Celestent und Lisicki sind die beiden erfahrenen Spieler in dieser Phase. Gute Verteidigung von Kempel. Rané hilft aus. Sehr gute Verteidigung von Gießen. Nur noch 7 Sekunden auf der Schussuhr. Und dann Phoenix mit dem Block. Fastbreak-Spiel. Eizen mit dem Rebound. Eizen vergibt die gute Möglichkeit, aber bekommt sie noch einmal und legt nach. Braunschweiger vollkommen von der Rolle. Nur noch 3 Punkte Vorsprung für Braunschweig. Celestent, der tat gut. Den brauchten die Braunschweiger. Eizen, Chuck Eizen, Gavel, Kempel. Eizen wird gesucht, er ist der Go-To-Guy in diesem Team. Phoenix mit dem Offensivrebound. Da muss er den Ball besser kontrollieren, ihn nochmal rausspielen. Schwerer Wurf für ihn. Gavel mit dem Foul an John Celestent. Erst das dritte Mannschaftsfoul der Gießener in diesem Viertel. Chuck Eizen, erster Versuch, geht hoch. Und dann hat er Glück, holt sich den Ball nochmal und kann vollenden. Gießen muss Celestent und Lisicki aus dem Spiel nehmen. Das ist die Hauptaufgabe für die letzten 1:30. Celestent. Vané mit dem Block. Fastbreak-Möglichkeit für Eizen. Eizen zieht das Foul.
Vorhin beim Korbleger, da war sie nicht da, die Hilfe für Gavel. Und jetzt ist sie da. Gut getimt, auf dem höchsten Punkt den Ball geblockt, den Fast Break eingeleitet. Und dann das Foul von Pete Lisicki an Chuck Eitzen. Und da foult er genau den richtigen. Denn Eitzen von der Linie heute mit mageren 50% Trefferquote. Aber jetzt behält er die Nerven. Vier Punkte Rückstand für Gießen. Sie können, wenn er den verwandelt, jetzt auf Reichweite rankommen. Barney mit dem Offensivrebound schon zum zweiten Mal nach einem Freiwurf. Da muss Jovanovic besser aufpassen. Eitzen. Gavel. Gavel nicht erfolgreich. Lisicki hat den Ball. Letzte Minute in dieser Begegnung. Es sind vier Punkte Rückstand für Gießen. Das können sie noch so schaffen, aber sie müssen die Braunschweiger jetzt stoppen, die natürlich viel Zeit von der Uhr nehmen. Macht Platz, sagt Henrik Dettmann. Eins gegen eins wollen sie spielen. Vané ist da. Vané. Foul. Justin Phoenix mit dem Foul. Jovanovic an der Linie. Es bleibt dabei. Nur vier Punkte Vorsprung für Braunschweig. Dreierquote bei Gießen nur 22% und Jovanovic vergibt die Möglichkeit, hier alles klar zu machen. Noch haben die Gießener die Chance. Aber sie sollten schnell abschließen. Sie lassen zu viel Zeit verstreichen. Denn wenn Braunschweig jetzt gleich im Ballbesitz kommt, dann müssen die Gießener faulen. Darauf hoffen, dass die Braunschweiger an der Freiwurflinie es nicht schaffen. Aber erstmal müssen sie selber Punkte erzielen. Chuck Eitzen, wieder Einzelaufgabe für ihn. Er schafft es nicht, sich durchzusetzen. Das ist hartes Brot für Chuck Eitzen. Der wird heute zu sehr alleine gelassen von seinen Mitspielern. Immer soll er es machen, soll er es probieren. Eins gegen zwei, eins gegen drei. Die Braunschweiger können lachen. Prosper Karangwa mit der guten Defense. Dono, you handle the ball. Go to Chris side, okay? Last screen, Justin, for Chris here. Okay, we'll look for Chris for the shot. Same time, this is the Chuck. We run Lou off a down screen or baseline screen here by Chuck. So, if Chris, if you don't have the shot, okay, look down here, see if Lou's got it, okay? And then we got a foul right away, okay? All right, let's go. One, two, three, deep. Es ist erst das vierte Mannschaftsfoul. Der Gießener laut Anzeigetafel. Aber das scheint nicht so zu sein, sonst würde Karamo jetzt nicht an der Linie stehen. Und der ist ganz cool. Fünf Punkte Vorsprung für Braunschweig. Jetzt muss es schnell gehen. Ein schneller Dreier für Gießen muss her. Gavel vergibt den Zweier. Gießener haben noch mal die Chance. Schlechte Entscheidung von Celestent. Jetzt brauchen die Braunschweiger den Ball nur ins Spiel bringen. Weiter.
geht ganz normal weiter mit Einwurf. 2 Sekunden auf der Uhr. Celestine hat den Ball. Spiel ist aus. Gibt noch 2 Freiwürfe. Alle hier bleiben. Es gibt noch 2 Freiwürfe. Weil das Foul war vor der Schlusssirene. Ganz ruhig. Und natürlich gibt es diese 2 Freiwürfe für Celestine. Die ungefähr 15 mitgereisten Schlachtenbummler aus Braunschweig feiern schon mal ihr Team, das geschwankt hat. Dass dieses Team hat wirklich Probleme gehabt. Sie wollten eigentlich die Sache herschenken, aber Gießen hat das Geschenk nicht angenommen. Da haben wir sie, die Braunschweiger Fans. Das ist endlich mal eine schöne Heimfahrt. Wichtiger Sieg für Braunschweig auf dem Weg zum Klassenerhalt. Und bittere Niederlage für Gießen, die jetzt nochmal um die Playoff-Teilnahme zittern müssen. 73-68 das Endergebnis. Chuck Eitzen mit 19 Punkten, 18 kam von Anton Gavel. Topscorer Piet Lisicki mit 19 Punkten bei Braunschweig. Son Celestine hat 18 erzielt, 11 kam von Joachim Blom. Eine sehr gute Mannschaftsleistung der Braunschweiger. Sie haben sich das verdient und mit etwas Glück haben sie den Sieg heute auch sich geholt. Der Topspieler des Tages steht bei Jens Westen. Und der heißt Piet Lisicki und bekommt dieses Präsent erstmal einmal von uns. Der Topspieler, unser Man of the Match, Piet Lisicki, ein Videospiel von EA Sports, NBA Live 2005, damit sie auch 24 Stunden Basketball spielen können. 5 von 6 Dreiern, insgesamt 19 Punkte. Waren Ihre Punkte entscheidend heute? Ja, sie waren wichtig, aber ja, wir hätten viele Punkte, das war wichtig von allen. Und zum Schluss war es nochmal richtig eng. Da waren auch 3 ganz wichtige Spieler, die 5 Fouls hatten. Wie haben Sie die letzten Sekunden erlebt? Ich weiß nicht, wir haben unsere Konzentrationen verloren, aber ja, wir haben genug gespielt mit Konzentration. Eigentlich ja ähnlich wie in den letzten Spielen, zum Beispiel auch gegen Köln. Ganz enges Match, das Sie zum Schluss verloren haben. Was war denn heute anders? Ja, wir haben ein bisschen Verletzungsproblem. Peter Faeser hat heute gespielt, das erste Mal dieses Jahr. Und ja, wir vermissen Adam Hall, aber die andere stepped up und spielt mit guter Lust. Ja. Wenn es ganz eng wird, dann ist natürlich auch die Mentalität immer gefragt. Wir haben hier direkt neben der Bank gesessen von Ihnen. Da kam immer wahnsinnig viel Unterstützung. Ist das auch wichtig in so einer entscheidenden Phase? Natürlich, ja. Diese ganze Saison, wir haben so viele Probleme, aber heute, ja, wir sind froh, dass mein Deutsch ist schlecht. Nein, sehr gut, alles in Ordnung, wir verstehen Sie gut. War das der Klassenerhalt, wird er gefeiert heute? Ja, heute ist Montagabend und wir kommen. Kann man doch trotzdem feiern, auch wenn es Montagabend ist. Ja, wir hätten keinen Feiertag für Ostern, aber ja, vielleicht heute an der Zug zurück zum Braunschweig. Alles Gute, danke, Piet. Piet Lisicki, fantastische Statistiken, 83% Dreierquote, 5 von 6, 60% aus dem Feld, 5 Rebounds, 2 Assists, 19 Punkte, ganz klar, der Topspieler des heutigen Spiels. Soweit hier gleich der Zug mit frei ist, also die Gewinner mit Ball.